8 lange Monate mussten wir warten. Und jetzt kommt es zum Knallerspiel. SC Freital gegen Budissa Bautzen im Kampf um den Aufstieg in die Oberliga. Beide Mannschaften natürlich heiß. Beide Mannschaften in der letzten Saison in der Sachsenliga gewesen. Die Freitaler waren auf Platz 1. Budissa Bautzen auf Platz 2. Deswegen kommt es hier eben zum Relegations- und Entscheidungsspiel. Der Trainer der Freitaler, Knut Michael, würde natürlich sehr, sehr gerne nächste Saison in der Oberliga spielen. Doch es sind die Bautzner, die in der 7. Minute die Ecke von der rechten Seite reinbringen. Henschel mit der Ecke und dann Kepler. Bautzen geht in Führung. Der Trainer der Freitaler, Knut Michael, muss seine Hoffnung auf die Oberliga erstmal einen Schritt zurückstellen. Kepler steigt da am höchsten, hat dann noch Glück, dass der Ball von der Latte hineingeht ins Glück. Freitag natürlich um Antwort bemüht. Schulze mit der Ecke. Weinold, aber auch Schütze verpassen beide mit dem Kopf. Es war leider eine der wenigen Chancen der Freitaler in Halbzeit 1. Ja gut, 900 Zuschauer sahen die Partie im Sportpark, weiß ich, und die sahen jetzt genau das. Hensch mit dem Freistoß von der rechten Seite und dann Gewühl in der Mitte, aber Tom Hagemann, leck mich am Arsch. Tor des Monats verdächtig. Vor 6 Jahren war er da schon mal nominiert und sagte dann im Interview selbst, er ähnelt so ein bisschen Thomas Müller. Das hat er hier aber ganz, ganz deutlich bewiesen. Und Freital wirkte vom zweiten Gegentreffer angeknockt. Schütze mit dem Fehlpass. Hensch mit dem Solo. Der kann das schon klar machen. Aber der Pfosten, aber auch Steffen Bär haben da was dagegen. Denn wir sehen es hier in der Wiederholung. Steffen Bär, irgendwie lenkt er das Ding noch an den Pfosten. Bautzen in der Phase des Spiels einfach mit mehr Spielanteilen. Und das sehen wir jetzt auch hier in der 36. Minute. Rühlicke mit dem Einwurf. Schröder flankt einfach mal in die Mitte. Ball kann dann noch abgewehrt werden. Aber Hensel nimmt da einfach mal den Schuss. Aber das Ding geht über die Latte. Der Trainer der Bautzner, Thomas Henschel, kann wirklich zufrieden sein mit der ersten Hälfte seiner Bautzner Jungs. Rein geht's in die zweite Halbzeit. Die beginnt nämlich genauso, wie die erste aufgehört hat. Thomas Müller von Budissa Bautzen, AK Tom Hagemann mit dem Schuss. Aber Steffen Bär haut da einfach mal die Pranke raus und hält seine Jungs damit ins Spiel. Was macht denn Selig da? Da haben wir Tor des Monats Nummer 2 in diesem Spiel. Und in der 54. Spielminute haben wir wieder ein ordentliches Spiel um den Aufstieg. Wir sehen es hier nochmal wunderschön und dann fällt er hinten links rein. Den kann man wirklich mal so machen. Ja, und dieser Anschlusstreffer, der brachte Freital nochmal Aufwind. Wesley da, über die rechte Seite. Ja, Flanke auf dem Tornetz. Aber man merkte, hier geht noch was. Und das merkte auch, das merkten die Freitaler Ultras oder auch kurz gesagt die Sektion Bier. Man hatte die Hoffnung auf den Aufstieg, aber da hatte man jemand bei Budissa Bautzen. Da hatte man Tom Hagemann. 83. Spielminute, Bär wieder zur Stelle. Da hätte er die Entscheidung auf dem Fuß gehabt und hätte sie machen können. Aber genau diese Entscheidung, die hätte es in der 83. Minute auch nicht mehr benötigt. Denn danach war das Spiel aus. Es passierte nicht mehr viel. Der FSV Budissa Bautzen ist aufgestiegen in die Oberliga. Ich muss sagen, wunderschön getretener Freistoß, der dann dort hinten ins Eck reinfällt. Schießt man auch nicht alle Tage. Und vor allen Dingen bei einer jungen Mannschaft, wie wir es sind, die zittern das eine oder andere Mal so ein bisschen vielleicht noch. Aber ich glaube, wir haben das super gemacht. Haben dann 2-3 Minuten hinten mal vielleicht ein bisschen aggressiver, ein bisschen besser die Bälle geklärt. Und dann, ja, haben wir uns wieder stabilisiert im Spiel. Dürfen wir eins nicht vergessen, dass wir vor 2 Jahren in der Landesklasse gespielt haben. Also man denkt alles so, dass wir so gestandener Landesligist sind, sind wir noch lange nicht. Wir wollen uns etablieren in der Landesliga, wir wollen unseren Fußball spielen, den wir verkörpern, ehrlich, offen, aggressiv und nach vorne.
Aber wie gesagt, wir haben jetzt ein Jahr Zeit noch, um das Ganze zu reifen und werden sehen, was der nächste Jahr ist. Ja, wenn man gewinnen will, muss man sich immer einen Plan erarbeiten. Also ich glaube, dass wir verdient nach Chancenanteilen verdient gewonnen haben. Wir hätten mehr Tore machen müssen, aber unser Plan ist aufgegangen. Wir haben gesagt, wir werden über Standardsituationen kommen. Die ersten zwei Tore sind so gefallen. Und in der ersten Halbzeit ist ja kaum was passiert vom Gegner vor unserem Tor. Und ja, das 1-2 war dann natürlich nicht im Plan, aber das mussten wir auch überstehen und das haben wir ganz gut gemacht. Also es ist rundherum, heute zählt nur ein Sieg und wie und was interessiert niemanden mehr. Der SC Freital kann durchaus stolz sein auf seine erste Saison. Buddhisa Bautzen feiert, steigt auf in die Oberliga. Das war's. Das war das erste Knallerspiel in dieser Saison, aber da wartet noch viel, viel mehr auf uns.